Schaffe ich es, innerhalb von einer Stunde ein Scratch-Spiel zu entwickeln? Die Regeln sind dabei folgende. Ich darf keine Tutorials benutzen. Ich darf alles, was in dem Game ist, nicht klauen. Also beziehungsweise die Designs, wie Level-Design, Character-Design. In dem Spiel muss es ein Title-Screen geben und ein Ending-Screen. Natürlich auch eine gewisse Anzahl von Leveln, somit dass der Gameplay überhaupt vorhanden ist. Außerdem muss am Ende das Game funktionieren. Tut es nicht, habe ich verloren. Als Spielidee hatte ich, dass ein kleiner Charakter von Punkt A zu Punkt B muss und wenn er die Wand berührt, direkt wieder am Anfang spawnt. Dies ist inspiriert von Laser Tag von Kokos, einem guten Freund von mir. Und ob wir das Spiel einfach so klauen dürfen... Kokos? Ja. Darf ich dein Spiel Laser Tag kopieren? Ja. Also, da habt ihr eure Antwort. Als allererstes habe ich mich um den Design des Charakters und des Hintergrundes gekümmert. Er sieht perfekt aus. Außerdem habe ich dann das Movement als allererstes gemacht. Perfekt. Und da habe ich ihm anschließend ihm noch den Code gegeben, falls er die Farbe schwarz berührt, beziehungsweise dann die Wand, wieder am Anfang spawnt. Dann habe ich erstmal die Zeit damit verbracht, ein Ziel zu programmieren und die Level zu malen. Dann habe ich einen Gegner erfunden, der von A nach B die ganze Zeit pusht und sobald du ihn berührst, spawnst er wieder am Anfang. Diesen Gegner habe ich noch im weiteren Level nochmal ein bisschen abgeändert, aber dann auch noch hinzugefügt. Und dann mit der Zeit war ich nicht mehr mit dem Background so zufrieden, also habe ich den noch einmal kurz neu gemacht. Somit ist die erste halbe Stunde geschafft und ich habe dann eine Plattform gemacht, die von unten nach oben geht und sobald der Spieler sie halt berührt, geht er halt natürlich an den Anfang. Und dann nach dem 9. Level habe ich den Endscreen gemacht. Dann ging es auf das Design des Titelscreens. Das Game ist fertig. Das Game ist legit fertig. Digga, wir testen jetzt das von mir gemachte Spiel in innerhalb von einer Stunde. Gehen wir direkt rein. Schöner Titel habe ich mir schön ausgesucht. Starten wir direkt. Fängt also leicht an. Im Großen und Ganzen kann ich euch mitteilen, dass alles funktioniert hat. Nur ich hatte mal manchmal meine Schwierigkeiten. I did it. Oh mein Gott, wirklich. Somit würde ich sagen, habe ich die Challenge gewonnen. Ich habe ein funktionierendes Spiel hergestellt und wenn ihr es spielen wollt, könnt ihr das sogar. Wo dieses Video online ist, ist auch das Spiel auf dem Scratch-Account online. Außerdem ist es auch in der Beschreibung verlinkt. Checkt es gerne mal aus und ich hoffe, euch hat das Video dann gefallen. Gebt mir eine weitere 1-Stunden-Challenge. Was soll ich noch innerhalb von einer Stunde machen? Und dann bis zum nächsten Mal, was auch immer ich mache. Euer Liam J. Sagt plopp. Ah!